Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Energie- und Blackout-Reports. In der heutigen Folge möchte ich mal eingehen auf die Vorgänge in Baden-Württemberg. Ganz besonders möchte ich der Frage nachgehen, waren es wirklich alles Stromausfälle, also störungsbedingte Ausfälle, oder waren es schon strommangelbedingte Ausfälle, also sogenannte Brownouts? Mein Name ist Robert Jungnischke. Ich berate im Rahmen des BCM, des Business Continuity Managements, kleine und mittelständische Unternehmen vor netzbedingten Betriebsunterbrechungen. Was geht vor im Ländle? Die Kitzinger, das ist eine Zeitung, schreibt: In der jüngsten Bürgermeisterarbeitstagung informierte Landrat Thomas Ebert über die erforderlichen Vorbereitungen für eine Energiemangellage. Also, die Würzburger gehen davon aus, dass es Energiemangellagen geben wird, die dann zu Abschaltungen und Stromrationierungen führen werden. Ja, und die mittlerweile 5 Warnungen von Transnet BW lassen im Grunde auch keinen anderen Schluss zu. Die Abschaltung der 3 verbliebenen Kernkraftwerke, davon 1 in Bayern, 1 in Baden-Württemberg und 1 im Emsland, scheint in Stein gemeißelt. Und selbst wenn die jetzt nicht abgeschaltet würden, gibt es keine neuen Brennstäbe. Und damit können sie zunächst mal in der Versorgungskrise nicht aushelfen. Das heißt, es steht definitiv zu befürchten, wenn jetzt schon so viele Stromausfälle in Baden-Württemberg sind und wenn jetzt schon so viel gewarnt werden musste vor Strommangellagen, 5-mal in 3 Monaten, dann wird es wohl richtig eng, wenn das letzte Kernkraftwerk in Baden-Württemberg vom Netz ist. Die Frage, die sich mir stellt, ist: Was ist mit den ganzen Stromausfällen, die es in letzter Zeit gab? Waren das tatsächlich Stromausfälle, also abgebranntes Trafohäuschen, bei Bauarbeiten beschädigtes Kabel oder ähnliche Dinge? Oder waren das schon Abschaltungen, die aber nicht als Abschaltungen erkennbar waren, weil man ja noch schadensersatzpflichtig wäre, wenn man abschalten würde? Ab wann sitzen die Menschen in Baden-Württemberg, zumindest rollierend, abwechselnd im Dunkeln? Jedenfalls werden die Berichte immer mehr, dass die Städte in Baden-Württemberg sich auf einen Blackout vorbereiten. Jetzt muss man wieder vorsichtig sein. Die Zeitungsschreiber meinen mit dem Blackout immer einen räumlich begrenzten Stromausfall und nicht, wie es korrekt wäre, ein landesweites Ereignis. Aber Tatsache ist, in Baden-Württemberg scheint es momentan und auch in Bayern so zu sein, dass die Gemeinden nervös werden und es wird halt immer mehr gewarnt. Am 8. März schreibt das Wochenblatt Echo: Esslingen installiert Anlaufstellen für den Krisenfall, Stadt folgt damit Empfehlung des Landes. Deutschland sei verwundbar. Das zeigen der Ukraine-Krieg samt Energiekrise, wobei der Ukraine-Krieg nichts mit der Energiekrise zu tun hat. Das möchte ich an der Stelle nochmal klar machen. Die Europäer haben entschieden, dass sie aus Russland keine Rohstoffe mehr haben wollen, nicht Putin. Wir müssen uns bestmöglich auf kritische Situationen vorbereiten. Das hat Innenminister Thomas Strobel klargemacht, als im vergangenen September die Empfehlung für die Planung und den Betrieb von sogenannten Notfalltreffpunkten vorgestellt wurde. Ja, ich stelle mir die Frage, wie das wieder zusammenpasst. Auf der einen Seite schalten wir immer mehr Kraftwerke ab und auf der anderen Seite bereiten wir uns auf den Notfall vor. Heute war ja auch wieder Alarmtag. Also heute am 9.3. haben um 12 Uhr wieder überall, wo Sirenen installiert sind, die Sirenen ihre Töne abgegeben. Und wer die Handy-Apps drauf hatte, der wurde auch über seine Handy-Apps alarmiert. Für mich ist das alles ein Widersinn. Anstatt sich darum zu kümmern, dass unsere Versorgung wieder sicherer wird, geht man hin und richtet Notfallpunkte ein, sorgt für eine Alarmierung. Ob die ausreichend ist, wage ich noch zu bezweifeln, denn wenn es zu einem Blackout käme, werden die Handys teilweise sofort tot sein, also der Mobilfunk sofort tot sein und damit auch die Warnung über Katwan oder Nina nicht mehr funktionieren. Und inwieweit die Sirenen batteriegepuffert sind und wer sich verantwortlich sieht, dann mit der Sirene zu warnen, das steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt. Und was ich so
Ja, was ich so absurd finde, ist die Tatsache, dass die Kommunen sich ja nicht wirklich vorbereiten. Denn was nützt es, wenn ich als Kommune mich darauf vorbereite, dass ich mal für einen Tag keinen Strom habe, wenn das Ereignis aber 2 Wochen dauern kann? Wie gut ist denn dann meine Vorbereitung? Das Problem ist, oder es gibt aus meiner Sicht zwei große Probleme. Das eine Problem besteht darin, dass die Kommunen sich nicht auf ein landesweites Ereignis vorbereiten, sondern auf das kleinste Ereignis, nämlich das lokal begrenzte, und dass sie sich nur für maximal 72 Stunden vorbereiten, anstatt für 2 Wochen. Und dann stelle ich mir die Frage, wie soll das funktionieren und wer will dieses Chaos, was dann entsteht, noch bändigen können? Wenigstens frieren wird hoffentlich niemand mehr beim nächsten Blackout, denn wie gesagt, wenn es gut läuft, ist der Winter ja jetzt bald vorbei und dann sollte es zumindest von den Temperaturen erträglich sein. Ich bin sehr gespannt, wie das alles so weitergeht. Wenn ich mir hier ansehe, hier ist ein Zeitungsartikel von vkz.de. Neulich ist es im Landeskriminalamt passiert. Zweimal kurz hintereinander in Ludwigsburg, im Stuttgarter Westen, ebenso wie in Teilen Mannheims, in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen, in den kompletten Stadtgebieten von Rastatt und Baden-Baden, im nahen Gaggenau und in Leutkirch im Allgäu. Im Südwesten gab es in den vergangenen Monaten mehrere Stromausfälle. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Stromausfälle waren, ob das nicht sogar schon Brownouts waren, also gezielte Abschaltungen, um das Stromnetz zu stabilisieren. Leider habe ich keine Insiderquellen bei den Netzbetreibern, deswegen auch hier nochmal der Aufruf, wenn Sie mir Informationen zur Verfügung stellen kommen könnten, wenn Sie bei einem Netzbetreiber arbeiten und Fakten haben, dann wäre ich sehr dankbar, wenn Sie mir diese zur Verfügung stellen. Natürlich sichere ich Ihnen Anonymität zu, wenn Sie das möchten. Mir geht es darum, ich möchte einfach wissen, was hier wirklich Sache ist in diesem Land. Alles das, was über die Medien verbreitet wird, ist über den politischen Kamm geschert und somit politisch konform. Und ich habe so meine Bedenken, ob das dann auch noch mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Ja, und das wäre momentan tatsächlich mein größter Wunsch, wenn ich bei den Netzbetreibern Mäuschen spielen könnte und tatsächliche Informationen, wirkliche handfeste Informationen bekommen könnte, was hier wirklich los ist in Bayern und Baden-Württemberg und wie ernst die Lage für die Bevölkerung, aber auch für die Unternehmen tatsächlich ist. Wir dürfen eines nicht vergessen, der Klein- und Mittelstand, das ist die Stütze unserer Gesellschaft, das sind die, die hier in Deutschland die Steuern bezahlen, die dem Staat die Einnahmen bescheren, mit denen er dann Straßen bauen kann, Schulen bauen kann, wenn er es denn täte und, und. Und dieser Mittelstand und diese kleinen Unternehmen, die stehen massivst auf der Kippe, denn auch das muss ich wiederholen. Wir werden auf absehbare Zeit keine günstigen Energiekosten mehr haben. Und das ist ganz einfach. Wir brauchen ein doppeltes Energiesystem, weil Wind und Sonne nicht immer liefern. Wir brauchen, damit eben haben wir schon doppelte Kosten. Wir haben aber auch viel höhere Netzkosten, um das Netz weiter auszubauen, aber auch um das Netz stabil zu halten, die sogenannten Redispatch-Maßnahmen. Wir haben das Problem, dass die Erneuerbaren nur mit Subventionen wirtschaftlich sind, was bedeutet, dass die Leute, die Windräder bauen, dafür Geld bekommen. Und dafür auch Geld bekommen, dass sie Strom produzieren. Das verkehrt den Markt komplett, denn das bleibt alles am Ende des Tages auf uns Verbrauchern hängen. Und damit können die Energiekosten nicht in einen Bereich sinken, der für die Verbraucher, aber auch für die Unternehmen erträglich ist. Und mir hat zuletzt ein Unternehmer erzählt, der hat ein großes Unternehmen in Süddeutschland. Er hat von einem auf das andere Jahr Energiekostenerhöhung von über 1 Million Euro. Jetzt stelle man sich mal vor, wie sollen das denn die Unternehmen auf Dauer stemmen können? Das ist schlicht und ergreifend unmöglich. Und deswegen möchte ich auch nochmal an Sie als Unternehmer appellieren. Selbst wenn momentan an den Börsen, Gas- und Strombörsen, die Energiepreise sinken,
Das ist nicht von langer Dauer. Das wird sich auch wieder ändern. Das sind Spekulationspreise und die werden auf Dauer auch weiter steigen. Und damit ist ihre Wettbewerbsfähigkeit in großer, großer Gefahr. Ich habe gerade heute einen Artikel zum Thema Kernenergie, weltweite Situation gemacht. Deswegen möchte ich diesen Beitrag auch kurz mit der Kernenergie beenden. Es ist mir schlicht und ergreifend unbegreiflich, warum man gerade in der bestehenden Krise diesen Weg weitergeht, alle Kernkraftwerke abzuschalten. Mit den drei im letzten Jahr abgeschalteten und mit den dreien, die man jetzt abschaltet, hätte man einen Puffer von fast 10 Gigawatt an gesicherter Leistung, die man immer zur Verfügung hat. Warum geht man, wenn man es ernst meint, mit der Versorgungssicherheit Deutschlands nicht her und lässt diese 6 Kernkraftwerke weiterlaufen, bis man sieht, ob die Erneuerbaren ihre Versprechen erfüllen oder ihre Hoffnungen erfüllen und schaltet erst dann weitere Kraftwerke ab? Warum geht man hier in Deutschland den umgekehrten Weg und schaltet erstmal die gesicherte Leistung ab, um dann zu hoffen, dass irgendwer einen Schattenkraftwerkspark baut? Die Politik hat ja schon gesagt, wir brauchen 40 Gigawatt an Gaskraftwerken. Klammer auf, wo wir nicht wissen, wo wir das Gas herbekommen, Klammer zu. Wir brauchen noch weitere Windräder, die auch keiner mehr so recht bauen will, obwohl die Subventionen für die Windenergieanlagen schon deutlich erhöht wurden. Und trotzdem wird so weitergemacht. Interessanterweise ist man aber auch ganz schnell jetzt dabei, Gesetze zu ändern, nämlich dass die Verbraucher rationiert werden dürfen, dass man die E-Autos in der Stromladung begrenzen darf, dass man die Wärmepumpen in der Strombenutzung begrenzen darf und dass man auch die Batteriespeicher in der Ladung begrenzen darf. Das heißt, statt den Mangel zu beheben, geht man hin und vergrößert den Mangel noch, indem man weitere zuverlässige Kraftwerke abschaltet und schafft dann aber Gesetze, damit die Rationierung gesetzeskonform verläuft. Also wir leben schon so ein bisschen in Absurdistan in diesem Land. Und was ich nicht verstehe, ist, dass sich immer noch keiner regt und sagt, das geht so nicht weiter. Die Bevölkerung, also ich habe so den Eindruck, die meisten sind irgendwie betäubt oder benommen oder beides und kriegen gar nicht mit, was hier passiert. Und das Problem ist, wenn es die meisten mitbekommen, dann sind hier Fakten geschaffen, denn die Befürworter der Abschaltung, die haben ja nichts Eiligeres zu tun, als Fakten zu schaffen, was man immer dann sieht, wenn ein Kraftwerk stillgelegt wird, dann geht man schnell hin und sprengt mal eben den Kühlturm oder man fängt an, Anlagenteile zu verkaufen, damit man auch in keinem Fall mehr dieses ganze Projekt rückgängig machen kann. Hier sehen Sie jetzt die Sprengung der Kühltürme des AKW Philippsburg. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man ein sicheres, dem Stand der Technik entsprechendes Kraftwerk mal soeben zerstört, wohl wissend, dass wir davon zu wenige haben, dann kriege ich schon so ein bisschen Beklemmungen. Ich muss vorsichtig sein, was ich hier sage, aber das, was die Verantwortlichen hier machen, ich glaube, früher wäre man damit so nicht durchgekommen, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Jedenfalls finde ich das schon ziemlich krank, was hier abgeht gerade. Und ja, es scheint kein Ende in Sicht zu sein. Wir haben jetzt erst den 9.3., wir haben noch nicht den 15.4. Aber so wie es aussieht, ist das Ende der Kernenergie hier in Deutschland besiegelt. Und ja, ich möchte auch noch darauf hinweisen, das Ausland hat keine freien Kapazitäten, uns großartig mit Energie zu versorgen. Die Schweizer
hängen selber am Fliegenfänger. Die Franzosen haben gerade wieder Kernkraftwerke stilllegen müssen wegen Mängeln. Und alle anderen um uns drumherum schreien auch nicht Hurra, weil sie viel zu viel Energie haben. Alles in allem eine, wie ich finde, sehr bedrohliche Lage. Deshalb bitte, bitte bereiten Sie sich vor, bereiten Sie sich vor auf 2 Wochen Stromausfall, egal ob Blackout oder was auch immer. Bereiten Sie sich vor, dass Sie 2 Wochen autark versorgt sind. Und was Medikamente angeht, kann ich nur empfehlen, bereiten Sie sich für 3 Monate vor. Und das will ich nochmal zum Schluss hervorheben. Wenn es rollierende Stromabschaltungen wegen Strommangellagen gibt, dann hat das nichts mehr zu tun mit einem Stromausfall. Ein Stromausfall, der betrifft eine Region, auch wenn sie vielleicht größer ist, der wird auch in dieser Region für Schäden sorgen, das ist gar keine Frage. Aber der wiederkehrende Stromausfall, die Rationierung, die Abschaltung ist in ihrer Dramatik viel, viel größer und wird, glaube ich, massivst unterschätzt. Das wird die Kosten für die Unternehmen explodieren lassen. Das wird die Planbarkeit von Produktionen schlicht und ergreifend unmöglich machen. Und das wird auch auf alle unsere Lieferketten massivste Auswirkungen haben, die wir heute noch gar nicht absehen können. Deshalb glauben Sie nicht, dass das hier alles Pillepalle ist, was in nächster Zeit passiert, sondern bereiten Sie sich ernsthaft vor. Bei diesem Video wäre es mir auch wieder sehr wichtig, wenn Sie das mit möglichst vielen Menschen teilen. Ich hoffe ja immer noch, dass ich noch mehr Menschen erreiche, die mir dann auch glauben, was ich hier erzähle und mich nicht als Verschwörungstheoretiker abtun. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, dann abonnieren Sie meinen Newsletter. In der Videobeschreibung ist auch mein Telegram-Kanal, den Sie auch abonnieren können. Da tauschen wir uns auch immer ganz rege täglich über aktuelle Situationen und Neuigkeiten aus. Ansonsten freue ich mich über jeden weiteren Abonnenten. Bitte helfen Sie mir, dass ich die 15.000 Abonnenten vollkriege. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, Ihr Robert Jungnisch.